Sie ist positiv, Bayiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Yes, Sir. Was soll die Miene, Mavas? Würdest du lieber da raus? Nein, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Eloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kaja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Okay, also wir dürfen noch nicht durch und müssen wahrscheinlich irgendwas tun, bis es vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bayiv hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Der Arme. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll. Besonders, wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Da kannst du drauf wetten. Dieser blöde Saftsack. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Danke. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Warum glaubt der Sonnenkönig, wir könnten mit diesen Barbaren Frieden schließen? Weiß nicht. Doch es steht uns nicht zu, ihn zu hinterfragen. So, wir aktivieren die Quest mal eben. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben.
Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Ach komm. Ich habe keinen Bock, mit dem zu streiten. Du hast Glück, dass die Retterin von Meridian noch ein paar Dinge erledigen muss. Eine weitere Runde im Schrecken lohnt sich vor der Gesandtschaft sicher. Gut. Also. Ich werde ihn früher oder später sowieso überreden müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob das mit diesen Linsen irgendwie vielleicht eine Bedeutung hat. Dass wenn ich die vielleicht alle abhole. Es könnte halt sein, dass ich dadurch da was Besonderes kriege. Ich meine, das war im vorherigen Spiel auch schon so. Ich bin eigentlich geneigt, das mal zu probieren und zu hoffen, dass es wirklich was bringt. Wo wäre denn der nächste? Ach ja, stimmt, das Jagdgebiet ist auch noch da. Da kann ich ja vielleicht auch nochmal reingucken. Also, wir brauchen ein Lagerfeuer. Da ist eins. So, Schnellreise. Wir werden jetzt mal kurz gucken, wo hat es hier so ein Türmchen noch? Da oben hat es eins. Also eigentlich, wenn ich einfach bei Kettenkratz hinten raufrenne, müsste ich eigentlich direkt draufkommen. Und hier hinten ist auch nochmal eins. Da würde ich eigentlich von hinten anfangen. Kann ich hier reisen? Bestätigen. So, ich gehe den nämlich jetzt dorthin und räume das halt einfach von hinten auf. Ich hoffe, das ist keine allzu blöde Idee. Oh, aber wenn wir gerade da sind... Die Werkbank könnte ich auch noch mal kurz benutzen, um ein paar Sachen zu verbessern. Waffen-Upgrades. Was haben wir denn hier? Outfit-Upgrades. Okay. Zuallererst möchte ich meine Beutel vergrößern. Und zwar den hier. Bombenbeutel. Erhöht die Menge an Sprengschleudermunition, die getragen werden kann. Ja. Fallenbeutel, Rohstoffbeutel.
So, dann nehmen wir auch ein paar mehr mit. Mehr Rohstoffe. Stoppeldraht und das da noch. So, das hätten wir alles. Da machen wir auch noch ein Upgrade. So. Also, das hätten wir. Das graden wir auch mal ab. Und gleich nochmal. Mal schauen, ob es für Nummer 3 auch gleich reicht. Jawoll. Sehr schön. Sehr gut. Da wir das nun haben. Ja, komm weg da. Speichern. Und dann machen wir uns auf den Weg nach hier oben. Da dürfte eigentlich die Folge auch bald schon wieder fertig sein. Glaube ich. Also hier. Ach du. Oben auf der Klippe steht ein alter Wachturm. Anscheinend ist der Pfad schon lange zerstört. Ich muss wohl klettern. Ja, dann klettern wir halt ein bisschen, ne? Das kann ja eigentlich nicht schaden. Hoffe ich. So, immer schön nach oben. So, schön weiter. Alter Mädel, geh doch nicht nach unten. Ich sagte nach oben. Na also. So, da geht's doch nach oben. Gehst noch mal ein bisschen weiter nach oben. Und zu guter Letzt hier. Hier könnte ich eine Linse für Rayna finden. Hab die Linse. Die kann ich Rayna anbieten, wenn ich sie wieder treffe. Oh, das sieht aber auch cool aus. Gut, Nummer 1 hätten wir hier. Vielleicht reicht es für nochmal eine. Bevor ich dann eine Aufnahmepause machen muss, sozusagen. Und wir schauen gleich mal, wo ist die nächste... Was auch immer dort ist. Die nächste wäre hier. Wegpunkt. Gut.
Also. Ich denke, wenn ich die Signallinsen habe, dann gehe ich dann zu diesem Nosar und sag ihm mal meine Meinung. Damit er uns dann natürlich durchlässt. Ich meine, wir haben ja nachher immerhin sehr freundlich darauf beharrt, also darf er uns jetzt auch durchlassen. Oh, hey. Ich hab dich hier noch nie gesehen. So, also. Irgendwo dort oben wird er sein. Schweinchen. Leben von so unterwegs mitgenommen. Okay, das ist schon mal der richtige Weg. Dort oben ist der Turm. Okay, also, ich denke, hier eher werde ich dann nach oben können. Jetzt sag bloß, ich muss da hinten lang. Hätte ich mir das ersparen können, den Weg. Okay, ich denke, hier geht's hoch. So, wir klettern schön nach oben. Ach, da unten hört man die Maschinen. Schön ist es ja schon. Ziemlich heruntergekommen hier. So, wir haben eine Kiste gefunden. Da geht's hoch. Na, hoch mit dir. Mädel! Was war das denn? Aber auch noch lustige Bugs. Okay, ein Signalgerät. Hier sollte eine Linse sein. Okay, das war dann wohl die letzte Linse. Ich sollte mit Rayna handeln, wenn ich wieder in Fahrlicht bin. An denen komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich das erstmal. Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Metallblumen hat's jetzt also hier auch.
aber die ist blockiert von den Ranken. Okay, das hat sich hier also alles ein bisschen verkompliziert auch. Da ist noch ein Wachturm auf der Anhöhe auf der anderen Seite des Tals. Sieht nach einem beschwerlichen Weg nach oben aus. Ja, aber den habe ich ja... Okay, ich habe alle, also... Ab zu der Tante da. Wisst ihr was? Wir machen das so. Kann ich hier irgendwie... Eisen? Wir benutzen eins. Die blöden Dinger können wir uns ja dann selber wieder herstellen. Suchst du eine echte Herausforderung? So, wo ist sie? Da ist sie. Ich sag ja nicht, dass ich das anders vermisse, nur... Ist es das, was ich glaube? Jetzt hast du alle Linsen. Mein Paps wäre traurig, dass sie die Türme abreißen. Und froh, dass die Linsen gerettet wurden. Ich danke dir, Aloy. Oh, hier. Das ist für dich. Das war doch wirklich eine gewinnbringende Sache für uns beide. Und was hast du jetzt vor? Ich kehre damit zum Anrecht zurück. Dem Knöchel geht's besser und ich vermisse den Ruß in der Luft. Hoffen wir, dass du unterwegs nicht noch mehr gute Chancen witterst. Ich verspreche lieber nichts. Viel Glück, Aloy. Jo, auch dir viel Glück. Angeblich konnte man sein Vermächtnis... Farbe freigeschaltet. Dünenschatten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das... wie sagt man? Ausrüsten soll. Kann ich das vielleicht vom Inventar aus? Okay. Rohstoffe ist es nicht, nehme ich an. Munition, Werkzeuge. Spulen und Gewebe. Outfits. Ah. Look anwenden. Was ist denn ein Look? Okay, keine Ahnung. Konzentration plus 1. Erhöht die Stufe der passiven Stärkung Konzentration, durch die das Konzentrationslimit erhöht und die Verwendung verlängert wird. Was können wir denn hier setzen? Erhöht deine Verteidigung gegen Schaden von Fernkampfangriffen, Nahkampfverteidigung und Säureverteidigung. Nahkampf, Fernkampf. Ich nehme lieber das da. Ich denke, das lasse ich erstmal so. Aber wie? Wie denn spuckt Feuer? Was hast du denn erwartet? Bender duldet keine Kaulenzer. Naja, egal. Ich werde da mal beim nächsten Mal gucken, wie man... Wie sagt man? Tut mir leid. Vorübergehend geschlossen. Dann halt. Dann glaube ich. Er hat wohl einiges intus. Na, er rennt. Immer noch am Saufen. Oh, wo geht's denn hier lang? Gut, ich gehe jetzt mit dem Typen labern und verlange, dass ich durchgelassen werde. Gefunden.
Deine Ungeduld interessiert die Wilden nicht, Nora. Du nervst damit nur uns. Ist mir egal. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Wow. Er kann's nicht lassen. Öffne bitte die Tore. Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist dein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn hier tun? Hey, Val. Hi, Erend. Hier vor. Befehlliche. Ja. Aloy will etwas, Öffnet die Leute wollen ihr im Weg stehen. Tore. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen! Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nozan! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Danke sehr, Erend. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Der Stamm, von dem Arad sprach. Wir müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen. Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Will ich das wirklich? Ja.